das Megatank gestackt. Da, da, da. Und 50 mal Honig. Geil. Ja. Ist schon gut, ne? Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter. Hi. Heute mal ein kleines bisschen kurz vor knapp. Und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben sind und was wir jetzt machen wollen. Das ist eine gute Frage. Was haben wir noch offen? Wir haben noch Asarios, Bisharten, Volvidon, Baroth, Glutroth. Ja. Nehmen wir das hässlichste Equip, oder? Das hässlichste? Oh, was sind das? Was sind hässlich von denen? Das sind doch alles wunderhübsche Monster. Ich rede doch nicht von den Monstern. Oh. Sondern von den Schwimmreifen, die man als Equip bekommt. So. Ich wollte sagen, du bist ja noch das Hübscheste von denen allen. Bis man es verprügelt hat und der Schwamm kaputt ist, dann ist es nicht mehr hübsch. Aber immer auch das Hübscheste. Das stimmt. Ja, oder? Na gut, Baroth ist nicht so hübsch. Basarios auch nicht so unbedingt. Nee. Olvidon. Ne. Und was andere Bisharten. Hm. Wenn man Affen mag, kann man sich drüber streiten, ob es nicht Bisharten ist, aber. Hm. Naja. Nee, so grundsätzlich würde ich sagen, das ist schon ganz hübsch. Ja. Aus der Auswahl, die wir noch haben, ja. So. Mein Top of the List ist natürlich immer noch Kesu, aber. Ja, gut. Da kommt aber auch nichts ran. Ja, der ist komplett andere Liga. Das ist so wie bei Pokémon das Über-Uber. Das Über-Uber? Ja. Wie hieß das? AG oder sowas? Hat das jetzt mittlerweile einen Namen? Ich meine, es hieß Anything Goes. Nee, Anything Goes ist das einzige Turnierformat, wo man Über-Uber nutzen darf. Wenn ich es nicht ganz. Ja, aber das Tier Über-Uber ist halt, heißt halt Anything Goes. Ah, okay. Gut. Aber ich meine, da war ja, glaube ich, so nur Mega Rayquaza dran. Ja, genau. Und ich kenne das halt nur aus der Zeit, wo Mega Rayquaza gerade released wird. Und, ja. Wir haben übrigens beide eine Woche wieder nicht gespielt. Das heißt, es wird interessant. Höchstwahrscheinlich. Ich habe entsprechend auch sehr viel in dieser Woche geübt. Also von daher kann ich nicht. Ich habe immerhin nicht meine Wasserwaffe ausgerüstet. Das ist schon mal viel wert. Ich habe. Der Held, wie der Held, der ich bin, World gespielt wieder. Weil. Ach, ich muss doch jetzt ausweichen, sonst drauf. Gut, ne? Oh, fühlt sich das gut an. Wenn du es noch Unverwundbarkeit hättest, dann wäre es richtig gut. Ich glaube, bei Nagakuga ist auch Unverwundbarkeit mit dabei, oder? Da tue ich mich da. Das weiß ich nicht, aber das Nagakuga dauert das noch ein bisschen. Hätte ja sein können, dass du hier noch dein Low-Rank Nagakuga-Zeug hast. Nee, ich glaube, ich habe also auf Deutsch alles ausgetauscht. Lange Arbeit, zack, ich kann nicht mehr reden. Ich auch nicht. Mit viel zu vielen Menschen geredet heute. Ja, viel zu vielen Idioten. Das stimmt. immer diese Patienten. Das Einzige, worüber was die zu mengen haben, sind die scheiß Termine. Immer diese alle. Immer diese alle, genau. Ich will das nicht mal sagen, dass es irgendeine bestimmte Gruppe ist. Es ist einfach alle. Die einfach nur tief auf Nerven gehen. Ich kann mal hier blasten. Knack. Also nicht Ludroth, sondern meine Waffe. Ludroth jetzt aber auch knack. Ja, der hat einmal ins Gesicht gespießt bekommen. Also glaube ich habe nichts gesehen, aber. Ich habe nichts gesehen, weil die Kamera war ein bisschen blöde. Ja. Ist so ein reoccurring Theme in dem Spiel, ne? Hast du mich getroffen? Aber. Ich würde echt gern Trank trinken, danke. Problem ist jetzt zum Hunting Horn. Ich brauche meine Ausdauer jetzt manchmal. Oh no.
Ja, ich glaube damit. Schade. Don't you. Komm. Warum klingt er wie ein Seehund, wenn er das macht? Tut er? Oh. Ja, so. I can dig that. Was ist das unbekannte Monster? Bestimmt nicht der wütende Affe. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass das die wütende Affe ist. Es ist der wütende Affe. Ich meine, an der Position war der. Ja, der Penta. Ja. Das ist das, was ich letzte Woche noch gelernt habe, weil ich nachgucken wollte. Ich habe übrigens wieder vergessen, meinen Spiel zu ändern. Fällt mir gerade so ein, wo ich nachgucken wollte. Okay. Ich glaube, es ist die ganze Zeit wütend. Ich habe aber auch immer die besten Timings, ne? Unfassbar. Ich komme mit dem ein bisschen scharfer nicht, schon wieder nicht durch, ey. Weil ich das mir auf Geld falle. Das ist mir doch als Horn-User nicht gewohnt. Da verfallt man nicht ab. Komm schon. Oh Gott, ich bin dann. Oh no, oh no. Kann ich mal Kulu herkommen? Danke, Doggo. Also ich finde, Kulu könnte mal herkommen, damit wir Ludrot mit ihm verprügeln können. Weil der Affe wird nicht aufstehen. Dann könnte man herkommen. Nee, der wird nicht aufstehen. Ich kann hingehen und ihn wecken. So ist es nicht. Dann haben wir die Quest noch länger gefailt, als wir gucken können. Ich glaube nicht, dass wir mit dem hier gegen den ankommen. Wahrscheinlich. Na, schauen wir mal. In den Hintern gerammt. Oder auch nicht, weil du dann deinen Schwanz schlägst. Böse, böse. Ah, der Schwamm ist leer. Das lang gerade alles zum Glück nicht falsch, was ich gesagt habe. Okay. Nein. So, jetzt hat sie den Schwanz stecken. Peng. War bestimmt auch keine Absicht, dass du das alles absichtlich so missverständlich formuliert hast. Nein. Stell dir vor, ich werde irgendwie sagen, dass ich irgendwie meine Ladung in die Mails losgelassen hätte. Das wäre ja böse, wenn du das sagen tätest. Boah, ich finde das schon ganz okay. Ich meine, das ist wahr, aber... Das kann man so nicht sagen. Okay, ich kann es auch anders formulieren. Vielleicht fällt mir das ein. Kann man da Tanz abbrennen? Müsste eigentlich. Ah, ist ganz gut, dass er wegläuft. Muss mich heilen. Logo, kommt er jetzt endlich mal? Danke. Hätte ich jetzt gewusst, dass ihn zurückschlägt, hätte ich meinen Perfect Rush machen können. Ja, jetzt Attack. Hast du geplant. Schade, weißt du. Oh, alles verfehlt. Ich hab zwei Explosionen bekommen. Geil. Und für drei Seilkäfer und alles sind weg. Nice. Okay.
Mann. Roll genau rein, das kann ich immer noch sehr gut. Ich krieg meine perfekte Box dahin können. Also eigentlich alles wie immer. Ja, genau. Hat sich nicht viel geändert zu letzter Woche. Ah, jetzt aber. Nein, jetzt nicht. Jetzt war ich gerade noch dabei, deswegen in den Kopf zu stecken. Nicht in den Hintern? Nee, da war ich gerade. Kann ich auch hinten kommen. Oh wow. Das, da kommt nichts mehr. Ach komm, lass mich doch nicht. Oh Mann, das ist doch wenigstens der Schlag hier. Ich habe wieder was. Du musst dir definitiv eine andere Lanze machen. Ja, ich hätte aber die Wasserwaffe trotzdem nehmen sollen. Ich mache ja keinen elementaren extra Schaden, aber ich mache halt dumme Schaden. Ich weiß nicht, ich abfalle. Greift mich dieser dämliche Lootrot hier an. Ich hab das nicht geladen. Wenn ich mal nicht daneben springen könnte, das wäre echt klasse. Ich glaube, das wird man von mir bis zum Ende sehen. Oh, das fand ich auch ganz gut. Ich schieb's nach wie vor auf die Controller-Steuerung. Ich glaube, das funktioniert bei mir noch ganz gut. Ich schieb's auf meinen fehlenden Skill. Okay. Das ist auch okay. Oh, hey, cool. Schwammige Haut, so. Sieht man gar nicht. Ich sollte auch dann zu versuchen, ihn anzugreifen. Wenn ich ganz ausweichen würde, wäre das auch super. Was willst du denn? Verlangst aber sehr viel. Gut Job, Kulu, gut Job! Er hat einfach fucking verfehlt. Mit seinem Brecher. Ja, das, das kenne ich. Nicht, dass der Angriff gereicht hat, um den da zu behalten. Mhm. Das klappt sonst nie. Wahrscheinlich genau die Stagger-Value noch erwischt. Ja. Das klappt sonst nie. Ja. Zumindest nie, wenn man es braucht. Oh, ja. Ja, Mann, Kabolitarzt. Wisst ich jetzt auch fürs Erst gehen sollen? Irgendwann brauchen wir es auch nicht mehr. Ja, irgendwann. Aber jetzt brauchen wir es noch. Ja, vielleicht brauchen wir es noch ein bisschen. So, ganz viel Stuff. Ja. Noch ein Stuff. Noch einen, dann kriegen wir wieder Lebenspulver. Also noch diese Folge. Yay! Yeah. Außer wir machen jetzt aus. Nee. Ich habe noch 4 Quests, aber. Ja, ja. Nein, ich. Es ist mir schön, dass du einen blauen Drachen gesehen hast, okay. So. Dann wählst du jetzt irgendwas aus. Würde ich fast einen Schaden nehmen. Dann. Wenn du möchtest, dann können wir wieder Baroth Basarius in eine Folge packen. Mhm. Und dann haben wir noch Doppel-Wolvidon. Dann können wir wieder so einen Wettbewerb machen. Das klingt nach einem Plan. Wo ich dann wieder verlieren werde. Bestimmt nicht. Ja, vielleicht gehe ich anders auch diesmal. Mal gucken. So, verstorbene Früchte.
Was habe ich gesagt, machen wir jetzt? Beschatten, ne? Mhm. Lass uns ja kurz checken, ob da vielleicht so vielleicht die Wasserwaffe okay ist. Bestimmt. Bestimmt. Also nicht. Nope, null Bonusschaden. Schade. Man kennt den Apfel, ist halt ein Wassermonster. Ja, ist klar. Also bei Golden Sun war der Affenboss ein Wassermonster. Nehmen die aber trotzdem. So. And this is what I mean by hässlich. Weil ich kann aus dem Lootrod halt auch keine Waffe machen, weil die Waffe, die ich habe, ist die Lootrod-Waffe. Ja. Man braucht in lustigerweise für die keine Königs-Lootrod-Materialien. Das ergibt natürlich schrecklich viel Sinn. Oder keine High-Rank-Königs-Lootrod-Materialien, sag ich mal so. Mhm. Irgendein Low-Rank-Ding hat gereicht dafür. Das war eine Frage vom Erz oder vom Knochen oder sowas. Mhm. Ja, wahrscheinlich bin ich besser, wenn ich einfach die Magna Malo-Waffe nehmen würde. Müssen wir den dafür nochmal umholen oder könntest du die machen? Also ich meine das Horn. Ach so. Ja, aber... Wahrscheinlich mache ich damit mehr Schaden. Wie du willst, also... Nee, das hebe ich mir für Wolfe dann auf. Bei dem macht Wasser wahrscheinlich wieder Bonusschaden. Ja, wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Ich habe trotzdem lieber Wasserwaffe genommen, auch wenn das keinen Bonusschaden macht. Mhm. Und dadurch mein eigentlicher Schaden auch wirklich geringer ist. Moment, meine Tränke. Aber hey. Oh, diesmal kein Rajang. Oh, schade. Sehr ärgerlich. Oh geil, zwei Rüstkugeln. Wird mir echt anfangen, irgendwelche Routen zurechtzusuchen. Für Buffs. Ich hab jetzt auch keine Route zurechtgesucht. Aber nur wenn man da langläuft, da hat man halt diese Ranke, die auch hochgeht. Mhm. Wenn ich jetzt hier den. Danke. Wir sagen, wenn ich jetzt den klettern dürfte, wäre super. Deswegen eine richtige Route habe ich jetzt auch nicht. Einfach nur so die zwei, drei Sachen, die ich halt sehe. Den habe ich jetzt privat auch gestern gemacht. Das war mein Aufwärmhand gestern. Naja. Hat nicht funktioniert. Zumindest nicht gut. Kannst du ja nichts anderes mit dem noch was aussuchen? Ich meine nicht, dass der schwer wäre, aber der war einfach nur nervig. Ja. Hier so einen ganzen Rumgewirbel. Dieser Nervkeks, ey. Was machen? Drachenknochen-Relikt. Blöde Affe. Bestimmt ganz viele fast lustige Affenwitze, die man jetzt reißen könnte. Ich kenne keinen einzigen. Oh, John. Autsch. So voll geblockt. Ich werde mit diesem Block-Timing einfach nicht warm. Bin da echt zu schlecht für. Mhm. Ich könnte mal anfangen zu blocken, das wird mir wahrscheinlich helfen. Ich könnte aber einfach auf R drücken. Ich will das dann so machen. Ja, glaube ich dir. Natürlich kann ich einfach hier drin drücken und R drücken. Das ist easy. Aber das ist langweilig. Ja, dann. Also wenn es daran scheitert, dann... Da habe ich ja keine Chance, von Schaden zu machen. Oh,
Das war. So ein Block zu machen. Genau. Das war ein guter Block. Und dann droppt er nur eine verkackte Bestienträne. So, bleib mal kurz da stehen. Nein! Seine scheiß Giftfrüchte haben ihn nicht mal vergiftet. Was ist das denn? Und dafür habe ich meine ganze Lifebar geopfert. Weil ich schlecht bin. Es lohnt. Also entweder hatte ich gerade einfach nur Pech, dass die Früchte nicht vergiftet haben, oder die lohnen sich einfach überhaupt nicht aufzuheben. Ja, damit ich da einen Vorteil habe, die reichen noch zwei. Und wie lange soll man das Scheiß hier denn bekämpfen, damit die Früchte was bringen? Ich meine eh nur 5 Schaden. Das ist genauso gut deine komischen Kunai werfen, die auch keiner nutzt. Ja. Ich nutze die Kunai halt legit nur, um Bombenfässer auszulösen. Auch Bombenfässer kann ich jetzt gut auslösen mit meinem Full Burst, meinem Wyvern Feuer. Das glaube ich dir. Ich muss dafür halt nah ran, dann liege ich erstmal am Boden. Ja, ich springe einfach in die Luft. Dann mache ich meine 190 Damage bis 200 Damage und dann kommt noch das Fass dazu. Hm. Hört sich sehr, sehr gut an. Das habe ich in World Gun gemacht, tatsächlich. Der ist nicht hier unten, oder? Nein. God damn it. Getting trolled by the map again. Ich weiß zum Glück von gestern noch, dass der gerne hier hingeht. Alles gut, ich hab das. Glaube ich. Also irgendwann habe ich das. Irgendwann, okay. Ich bin bisher noch nicht mounten, das ist schon frech. Geht mir mal. Hätte sie nicht irgendwie eine halbe Sekunde später mounten können. Warum? Weil dadurch der Bonusschaden vom Kanone nicht mehr reduziert wurde. Das wusste ich nicht. Statt 80 Schaden waren es dann nur 9 Schaden. Ah, oh, sehr ärgerlich. Sorry. Macht ja nichts. Ich find's nicht sonderlich nett, dass man sich aus dem Schrein noch weg. Haha. Hat deine Blendung geblockt. Fuck you. Und ich bin durch den Knockback von der Blendung nicht geblendet worden. Nice. Wie auch immer das funktionieren soll. Ah, okay, ich hab nicht gesehen, shit. Find's übrigens frech, dass man, wenn man nicht drauf guckt, davon geblendet werden kann. Ja. Oh, ein Pokématerial. Weil. Nochmal dann. Mhm. Oh, wie weit weg muss ich denn bitte stehen? Das ist dumm. Danke. Danke, dass ich mich 1000 Jahre nicht bewegen darf. Au! Oh. Okay, ich dachte, dass er einen Test hat. Betäubt. Findest du? Ja. Er hat mich verfehlt. Wie geht das denn? Der ist über mich drüber. Sehr gut.
Ich habe mich tot gesehen eigentlich. Dann ist das sehr gut. Mehr ja. Geld für uns. Wenn ich noch einmal drauf was dann sehe ich auf jeden Fall noch wieder. Ich kann halt echt nicht reden. Fucker Hund. Mhm. Ich glaube, ich werde dafür auch gleich den ganzen Abend einfach schweigen. Ich nicht. Ich muss ja noch reden, ne? Ja. Schon ärgerlich. Ja, ich mach das. Grausam. Ich hab den Vorteil, von mir will keiner was. Und das ist halt die Schadenszahlen von diesem Fulbus sind halt an sich gar nicht so hoch, aber es sind halt noch 6 Explosionen. Das ist halt einiges. Das sind vielleicht 18 Schaden pro Explosion, aber das sind 6 Explosionen. Mhm. Das sind 100 Schaden. Ey, ich habe jetzt 5 Früchte auf ihn geworfen. Endlich ist er mal vergiftet. Was? Nicht, dass es sich jetzt noch lohnen täte, aber you know. Prinzip und so. Lohnt sich immer. Oh, der Honig ist respawned, nice. Ey. Komm, gib Honig. Na komm, hoch da. Gott, schärfen. Schärfen ist immer gut. Aua. Oh, sehr gut. Hier können es Jakras wieder auf die Nerven gehen. Yay. Yeah. Weg. Das kann er leider sehr gut. Oh, ich habe keine Kanone. Du hast mich wieder gehauen, deswegen hat er die Falle nicht gestellt. Oh. Wie ungünstig. Naja. Ha. Ja, ich gewöhne mich nie daran, dass da Fallen passiert werden. Mhm. Auch wenn es dauernd passiert, aber. Da gewöhne ich mich wahrscheinlich nie dran. Außer es muss halt sein, dann fange ich sie. Ansonsten. Wenn du dran denkst, dass du sie fangen musst. Das oder passiert mir ganz gerne, dass ich dann die Monster einfach trotzdem kille. Oder wenn ich nicht schon zweimal gekartet bin, dann. Wenn ich zweimal gekartet bin, dann fange ich so. Weil du sie dann nicht zu Ende verprügeln musst. Ja, bevor ich dann noch ein drittes Mal sterbe. Dann fange ich sie lieber. Das ist ein guter Grund. Das ist mir tatsächlich bei jedem Rang 7 Monster passiert, außer bei Rajang, weil bei Rajang bin ich tatsächlich nur einmal gestorben. Ui. Aber dafür war die auch noch 25 Minuten lang. Hat gedauert dafür. Weil ich ein bisschen vorsichtig war. Aber tot ist tot. Reicht mir. Das stimmt. So, bei mir sind jetzt ein paar Verschmelzungen fertig. In Zahlen eine. Und ja. Ja. Ich habe keinen Auftrag gegeben, weil. Brauche ich gerade nicht. Was macht Provozierer? Was ist das? Wo ist denn das? Denke ich irgendwann sein, dass er dich mehr angreift, ne? Theoretisch. Erhöht beim Angreifen eines Monsters erweckte Aufmerksamkeit. Okay, das wäre gut für einen Tank, der ich nicht bin. Ja. Okay. Das ist schon mal nicht gut. Egal. Ich glaube, das ist allgemein jetzt nicht unbedingt was man haben möchte. Nee.
gibt ja keinen richtigen Tank oder sowas in dem Sinne im Spiel hier. Mhm. Okay, es gibt drei Jobs, die ein bisschen blocken können, aber. Ja. Die wollen ja auch Schaden drücken, die wollen nicht tanken. Was? Ja. Einfach Verteidigungsboost 7 knüppeln und dann die ganze Zeit blocken, hallo? Oder einfach nicht Verteidigungsboost 7 knüppeln und stattdessen einfach blocken. Dann lieber, dann sockelst du dir wirklich lieber die 3 Punkte im Blocken rein, damit du halt auch kaum Ausdauer verbrauchst. Mhm. Und nicht zurückgeworfen wirst und all so ein Spaß. Ich hab doch keine Ahnung von Blocken. Mach das doch nicht. Ich auch nicht. Wozu hat man Heil-Items? Ich versuche die ganze Zeit nur den Seilkäfer-Angriff zu timen und ich verkacke das die ganze Zeit. Und ich dann doch Schaden nehme. Ja. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Habt noch einen schönen Freitagabend. Bis dann. Ciao, ciao.